Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Füller-Review hier bei mir bei Big G's Tintenkiste. Und heute zeige ich euch wieder mal einen Füller, den ich von der lieben Chrissy zugeschickt bekommen habe. Ein Modell, das so ein bisschen so in Verruf gekommen ist, dass er teuer ist und dass er nicht gut in der Hand liegt und bla 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 bla. Und die liebe Chrissy, die hat den Füller von ihren Arbeitskollegen geschenkt bekommen zum Geburtstag, nee, zu irgendwas, ich habe vergessen, sorry. Auf jeden Fall hier der Faber-Castell Ondoro, der wird hier geliefert in dieser typischen Faber-Castell Box. Es ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber auch jetzt nichts Schlechtes oder sowas, ja. Mit so einer schönen Ziehlasche hier drinnen. Hier, und dann kann man das hier so herausziehen und hier drinnen befindet sich dann halt eben der Füller. Ja, also hier ist dann der Faber-Castell Ondoro. Ja, und wie ihr hier jetzt schon sehen könnt, der Füller, ich habe den Füller ein bisschen zensiert. Ja, denn der Füller ist personalisiert. Also das bedeutet, die lieben Kolleginnen und Kollegen von der Chrissy, ja, also hier, sie hat mir gesagt, ich darf euch gerne ihren Vornamen zeigen, aber der Nachname soll bitte verdeckt bleiben und natürlich gehe ich diesem Wunsch nach. Ein bisschen Datenschutz muss leider sein. Oder Gott sei Dank, ja. Und solche kleinen Wünsche erfülle ich auch gerne. Ja, gut, okay. Also der Ondoro. Der Faber-Castell Ondoro liegt hier in diesem kleinen Bettlein hier. Aus Pappe, würde ich sagen. Mitgeliefert wird eine Patrone mit ja, Faber-Castell. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass es das Royal Blau ist oder Königsblau. Ja, typisch halt eben, ne, für die Firmen, die gerne das typische Königsblau mitschicken. Und ich muss sagen, der Ondoro, das ist schon ein mächtiger Klopper, ne? Also der ist nicht, das ist nicht unbedingt der größte, aber dadurch, dass er halt eben auch so groß ist, ne, also es stellt was dar, gell? Also man hat was in der Hand, ne? So, und zeige euch gleich mal, was er so wiegt. Ja, ein Öff mit Kappe, Sticker, der wird am meisten wiegen, der Sticker. 40,8. Dann nur die Kappe. Das sind 17,27. Und der Füller selber 23, ja, 23,5, 23,6, wie man aufrunden möchte. Und man hat es auch schon gerade eben gesehen. Man muss die Waage wieder zurücklegen. So. Man hat hier schon gleich gesehen, hier die Sektion, das ist so der Bereich, der bei den Füllerialen so ein bisschen, ja, Skepsis auslöst, ne? Weil er ist sehr kurz, der Griff ist sehr kurz. Ich finde aber, dass der schon recht gut in der Hand liegt. Trotz dieses großen Blockdesigns hier, mit diesem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, sechskantiger Schaft. Die Feder, Faber-Castell. Ja, und wer sich mit Federn so ein bisschen auskennt, der kann es auch schon gleich sehen anhand der Form, aus welchem Hause die Faber-Castell-Federn kommen. Ich vermute, es ist Jowo. Ja. Aber sehr schick. Ja, Faber-Castell-Federn haben ja auch so den Ruf, dass sie immer ganz gut schreiben und so. Finde ich echt klasse. Lassen sich auch hier vorne herausschrauben und ersetzen durch andere Federn oder sowas, ja. Als ich den Füller bekommen habe jetzt von der Chrissy, war der Konverter leer. Ich habe dann überlegt, was mache ich für eine Tinte rein? Ich habe mich dann auch entschieden. Und dann beim Befüllen war ich ein bisschen, ich weiß auch nicht, also ich war mir nicht ganz sicher. Ne, so ein moderner Füller mit so einer schönen Form und so. Diese Rille hier sagt eigentlich aus, da macht man auf, um an den Konverter dran zu kommen. Ich habe es versucht. Ja, also die Chrissy, die hat echt Kraft für so ein kleines Mädel, ne? Die hat echt Kraft. Ich habe das erst nicht aufgekriegt und bevor ich jetzt da irgendwie zu weit drehe und irgendwas kaputt mache oder so,
habe ich sie nochmal gefragt, wie das geht, und sie hat mir das gesagt, es ist tatsächlich so, einfach aufdrehen, ja. Also ist ein bisschen, hat ein bisschen mehr Zug hier, wenn er zugedreht ist. Das heißt also, man muss schon ein bisschen mehr Kraft aufwenden, um den Schaft hier lösen zu können. Ja, wie gesagt, ist aber ein Füller mit Konverter, wird mit Konverter auch geliefert. Wie ich finde, jetzt nicht unbedingt die allerbeste Wahl, weil es ja auch so einer ist mit so einer milchigen Oberfläche drinnen, also auf der Innenseite. Man merkt das ja auch hier, wenn dann hier so die Tinte so ein bisschen stockt. Ja, da ist die Feder, die sich hier im Konverter befindet, auch nicht unbedingt so krass hilfreich. Ja, man würde schnell merken, dass irgendwann die Tinte stockt in der Feder, und dann muss man immer aufmachen und gucken, was da los ist. Und von daher würde ich immer sagen, muss ich mal gucken, ob ich das passende Ersatzteil da habe zum Zeigen. Ja, wie der Zufall so will, gerade nicht, nein. Also auf jeden Fall würde ich sagen, am besten macht man da einen Konverter rein, der wirklich durchsichtig ist, glasig ist, also wirklich transparent, ohne dieses Milchige dabei. Dann ist auch hier nichts, was jetzt hier irgendwie hängen bleiben kann und den Tintenfluss negativ beeinflussen kann, ja. Okay, aber wie gesagt, man kann ihn auch befüllen mit normalen Tintenpatronen. Ja, ich habe jetzt hier zum Beispiel vom lieben Christoph zum Ausprobieren bekommen, hier zum Beispiel auch von Faber-Castell, oder Graf von Faber-Castell, ist oh, die ganz große Marke. Ne? Carbon Black und Hazelnut Brown. Ja, das sind dann so Standardgrößen Patronen, die man da quasi einfüllen kann, wenn man das wollen würde. Ja, Konverter hat seine Vorteile, hat aber auch, hat auch seine Nachteile. Könnte man benutzen, oder auch von Pelikan, von Diamine, von. Also Hersteller gibt es eine ganze Menge. Warum geht das jetzt nicht zu? So, Gemui, wo ist denn da los? So, Gemui. Die ist klemmt. Ich glaub's ja wohl nicht. Nee, später. Ja, okay. Der Clip ist ja immer so eine wichtige Sache für mich, finde ich, ja, weil einmal hier als Rollstop, ja, wobei ich das glaube ich nicht, und der bräuchte das nicht unbedingt, allein schon durch diese sechskantige Form, da rollt eh nichts weg, ja. Also ihr seht, da rollt nichts weg. Aber auch hier zum Anheften sehr gut, federgelagerter Clip, funktioniert wunderbar. Hier oben auf der Kappe drauf ist auch sogar das Faber-Castell-Logo drauf. Und wie gesagt, ne, eine Steckkappe. Man sieht hier innen, ja, dass es hier aus Kunststoff ist. Mache ich wieder den Zoom hinein, ja. Also man sieht hier innen drinnen, dass es ausgefüllt ist mit Kunststoff. Und außenrum ist eine Lage, ja, was ist das? Aluminium? Also auf jeden Fall metallisch. Ja, ich glaube, damals war das anders. Da hat man echt die Vermutung gehabt, dass das ganze Ding hier, die ganze Kappe aus Kunststoff ist, einfach nur Silber lackiert. Aber wie man hier sieht, das ist richtiges Metall, innen ausgefüllt mit ein bisschen Kunststoff. Ja, damit das hier besser, der Schließmechanismus hier so funktioniert, ne, mit der Kappe. Wie ihr gerade gehört habt, ist eine Kappe zum Zuklicken, ja, also eine Steckkappe. Ja, mit einem leisen, dumpfen Sound. Ja, also auch jetzt nichts, was jetzt wirklich großartig stört. Die Kappe kann aufgesteckt werden. Ich sag mal, ja, so. Leute, die so ein bisschen auf Ästhetik schauen, gell? Also natürlich, man kann natürlich die Kappe auch so dran stecken, ja, dass der Clip gar nicht erst zu sehen ist, ja. Ich bin so jemand, ich möchte am liebsten immer den Clip auch irgendwie sehen können, ja. Und da muss man dann auch immer ein bisschen herumexperimentieren, in welcher Position das auch wirklich am schönsten aussieht. Also aufstecken kann man die Kappe schon. Man muss halt auch eben schauen, dass dann halt auch eben
Es muss auch nach etwas aussehen. Es muss schön sein und wenn dann der Clip hier auf Halbmast steht, das ist dann nicht so schön. Ja, das ist so, ich bin nicht in vielen Punkten so ein bisschen pingelig, aber bei sowas schon, weil ich oft dann so das Gefühl habe, wenn dann der Clip nach unten schaut, dann stört mich das irgendwie so in der Hand hier. Keine Ahnung. Ist ihm so ein Gefühl. Ja, aber ansonsten macht es den Füller noch ein bisschen länger natürlich und man kann auch von der Griffvariation ein bisschen mehr ausprobieren. Also man muss nicht unbedingt hier vorne an diesem kleinen oder sehr, sehr kurzen und mit dieser Aussparung, diesem tief gesägt oder tief geformten Griff hier so verwenden. Könnte man, muss man aber nicht. Man kann hier auch mit aufgesteckter Kappe den Griff ein bisschen erweitern, ja, und somit auch wunderbar schreiben. Das funktioniert. Wenn man sich mit dieser sechskantigen Form irgendwie anfreunden kann. Es ist ein Füller, der, würde ich sagen, nichts für jemanden ist, der mal eben schnell Notizen machen will, aufgrund dessen, weil er halt eben diese sechs Kanten hat, ja, und man kann ihn nicht willkürlich irgendwie zusammenstecken, gell? Also man muss schon gucken, dass die Kanten hier aufliegen. Also jetzt zum Beispiel, jetzt hier wie zum Beispiel bei einem Waterman, oh, den habe ich schon ein paar Mal gezeigt. Sagen wir mal hier der Waldmann Cosmo zum Beispiel. Ja, den kann ich hier aufstecken, wie ich will. Ja, das ist so ein typischer Füller für schnelle Notizen, wie ich finde. Der ist schnell abgesteckt, schnell aufgesteckt. Ja, wunderbar. Und das ist bei dem halt hier nicht so der Fall. Ne? Also der hätte ich vielleicht ein bisschen. Okay, aber ist halt auch eben konstruktionsbedingt so. Ne? Wie gesagt, aufstecken kann man ihn wunderbar. So, und dann würde ich mal sagen, ich komme mal jetzt zu einem Füllergrößenvergleich. Und da habe ich ja hier wieder meine typischen Füller hier in dem Etui hier drinne. Ja, machen wir hier ein bisschen höher. Ja, also einmal hier der Faber-Castell Ondoro. Ja, in diesem schicken matt-schwarz, richtig schick. Dann hier verglichen mit dem Lamy All-Star. Dann hier die neue aktuelle der Limited Edition. Ist es eine Limited Edition? Der Twisby Eco Jade. Sehr schickes Teil, wie ich finde. Gefällt mir sehr gut. Ich bin ja kein Freund von Weiß, aber das ist ja eher so ein grünliches Weiß. Also von daher gefällt mir das schon. Verglichen mit einem Pelikan M200 und hier ein Kaweco AC Sport. Ja, und um mal die Federgrößen zu zeigen, das ist so eine Nummer 6 Größenfeder, würde ich sagen. Verglichen mit dem Lamy All-Star. Twisby Eco. Pelikan M200. Und der Kaweco AC Sport. Ja, also nicht unbedingt eine kleine Feder, es könnte aber auch eine Nummer 5 Größe sein. Da schaue ich jetzt gerade nochmal. Ja, lege ich mal hier kurz dazu und vielleicht noch einen Füller mit einer Nummer 6 Jovo-Feder. Zum Vergleich, ja, man kann es sehen. Also in der Tat, es ist eine Nummer 5 Größe. Feder, gell? Sieht man hier. Aber das ist auch nicht schlimm, weil sie schreibt wirklich gut. Ja. So, und wie sie schreibt, das zeige ich euch mal jetzt. Ja, so hier wieder beim Tablet hier. Okay. Also, das hier, das ist der Faber-Castell Modell Ondoro. Da, ich habe da eine Medium-Feder drauf, Stahl. Die Tinte, das ist Diamine.
Blue Velvet. Ein sehr schönes Blau, wie ich finde. Ja, also es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Feder, wie ich finde. Schreibt außergewöhnlich gut, wie man das halt eben auch so kennt, ne? Federn von Faber-Castell mit einer Stahlfeder. Ich kenne das auch gar nicht anders, muss ich sagen, von diesen Jovo-Federn, dass sie auch ein recht gutes Maß an Linienvarianz bieten, wenn man das wollen würde. Gemacht dafür sind sie jetzt nicht, ist klar, ne? Das sind so typische Allround, nee, nicht Allround, so Standard Alltagsfedern, die immer funktionieren, die immer gut funktionieren vor allem, ja, und das finde ich echt super. Und mit dem Schnellschreiben, da kommt der Tintenleiter auch wunderbar hinterher. Ja, so was so die Fließfreudigkeit angeht, ja, kann sich echt sehen lassen. Ist natürlich auch so ein bisschen abhängig von der Tinte, ist klar, ne? Aber es ist auf jeden Fall ein Füller, mit dem das Schreiben echt Spaß macht. Wenn man, na, ihr habt es ja auch gerade gesehen, ich habe beim Schreibbeispiel jetzt auch hier weiter hinten angefasst. Also es ist groß genug, der Füller ist lang genug, dass man ihn auch ohne Probleme auch so ein bisschen weiter hinten greifen kann. Ich bin nicht so der Freund, der mit den Fingern hier ganz vorne an der Feder ist. Ich habe immer so ein bisschen Platz gerne, wo ich so ein bisschen mehr variieren kann, den Griff. Von daher, das ist ein Füller, der würde mir auch gefallen. Würde ich ihn mir kaufen? Wahrscheinlich eher nicht, weil ich halt auch genug andere Sachen habe. Was aber nicht heißt, dass der irgendwie schlecht ist oder sowas, ja. Ein kurzer Tintenvergleich natürlich kommt auch noch. Diamine Blue Velvet. Ja, ist eine schöne Tinte. Ist so eine 150th Anniversary Dingsbummens Gedöns Tinte. Ja, also eine in dieser Kuchenform. Ja, da gibt es ja auch noch Cardinal Red und Tudor Blue und Espresso und ein paar andere Farben, ne, die dieser schönen Kuchenform sind, gell? Und immer wenn ich dieses Glas sehe, denke ich an ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte mit den schönen Einlagen hier, also mit diesen schönen Schichten, ja, Creme, Schokoladen, ist egal, ich red mich jetzt hier gerade wieder in Rage, das muss nicht sein, dann kriege ich wieder Hunger, ist nichts. Ja, ich bin Kuchen-Junkie, also für jeden, den das interessiert, noch für jeden, den das nicht interessiert, ich bin Kuchen-Junkie, staatlich geprüft und auch kommunal gesucht, ja, wer mich findet, da gibt es eine Belohnung, nee, Spaß. Also ich liebe Kuchen. Egal. Also im Vergleich mit Palet Roshizuku Asagao. Dann habe ich hier noch gefunden Berlin Notebook, wa? Nummer 1. Diamine Sagasso C. Noodlers Bay State Blue. Schiffslack. Noodlers Liberty's Elysium. Und eine Probe von einer Tinte, die ich vom lieben Zosin zugeschickt bekommen habe. Noodlers Baltimore Canyon Blue. Auch ein sehr schönes Blau, wie ich finde. Mal kurz hier Zoom rein. Auch eine schöne Tinte, wie ich finde. Die schattiert auch ganz gut. Ja, mal gucken. Vielleicht schafft diese mein Sortiment. Schauen wir mal. Ja, also auf jeden Fall hier im Vergleich damit. Aber ich muss sagen, die Blue Velvet, ich habe die auf Bildern gesehen. Eine Zuschauerin von mir, die hat sich da mal ein Glas gekauft und zusammen mit 10 Gläsern Mont Blanc, William Shakespeare, Velvet Red, ja, die hat den Wahnsinn, den ich ausstrahle, übertrieben und nochmal übergedingst. Ne? Also die ist noch ein bisschen wahnsinniger als ich und die hat sich auch diese Tinte gekauft. Diplomat Excellence A2, glaube ich. Und was war das noch? Ein Pelikan M1000. Ja, egal. Also auf jeden Fall sehr, sehr schöne Tinte mit schön Leuchtkraft. Gefällt mir sehr gut. Okay,
Dann bin ich auch schon wieder, aber wir am Ende für heute. Ich muss jetzt erstmal gucken, bevor ich den Füller wieder vor die Kamera halte, dass ich den Datenschutz, gell, in Deutschland wird Datenschutz groß geschrieben, dass ich den Füller von der Chrissy so zeige, dass ich sie nicht irgendwie verrate. Ja, mit Schuhgröße, Adresse und Essgewohnheiten und bla bla. Ja. Big Brother is watching you, ne? Okay, Leute. Also das war das Review für heute von dem Faber-Castell und Doro. Liebe Chrissy, ich danke dir viel, vielmals, dass du mir diesen Füller zur Verfügung gestellt hast. Ja, du wirst ihn demnächst zurückgeschickt bekommen. Ja, ich habe für sie in Auftrag eine Tinte mitbestellt bei Papier und Stift. KWZ Eldorado, die wollte ich jetzt nicht hineintun, damit sie auch schauen kann, wie der dann so wirkt in ihrem Füller. Wenn sie den wieder hat, ja, dann wird sie sich bestimmt freuen. Okay, Freunde, also dann vielen Dank fürs Zuschauen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Habt ihr Fragen, dann fragt bitte sehr gerne. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Review, Freunde. Bis bald und ciao.